Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Magda Seewald, ich bin Projektreferentin am VEDC und freue mich, Sie heute alle zu unserer Veranstaltung Dschihadismus und Krieg begrüßen zu dürfen. Ganz besonders begrüßen möchte ich unsere beiden Referentinnen, Charlotte Wiedemann und Ala Alhamarnay. Herzlich willkommen in Wien. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit für Ihre Unterstützung für diese Veranstaltung bedanken und ebenfalls bei meinen Kolleginnen für Ihre Mithilfe bei der Organisation. Als wir am VEDC die Vortrags- und Diskussionsreihe zu den arabischen Umbrüchen 2011 begonnen haben, waren die Beiträge unserer Gäste geprägt von Hoffnung und Optimismus. In der Zwischenzeit hat uns die Realität eingeholt. Die Hoffnung ist dem Pessimismus gewichen. Die Beiträge wurden mehr zur Kriegsberichterstattung über den Zustand in Syrien, aber auch über die Situation in Ägypten nach dem Umsturz. Mit dem Aufkommen einer Vielzahl von dschihadistischen Gruppen in den unterschiedlichen Konflikten scheint die Situation in der arabischen Region noch unübersichtlicher geworden zu sein. Für westliche Beobachterinnen ist es oft schwer, den Überblick zu bewahren, welche Gruppe gerade mit welcher kooperiert oder welche bekämpft. Ebenso, welche Gruppe von welchen externen Akteuren finanziert wird oder unterstützt wird. Zudem scheint es in den einzelnen Konfliktherden immer mehr zu einem Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran zu werden oder wird es uns vorgemacht als einen Konflikt zwischen Sunniten oder Schiiten? Wir wollen heute versuchen, etwas Klarheit in diesen gordischen Knoten zu bringen. In all diesen Auseinandersetzungen sind westliche Akteure ebenfalls direkt oder indirekt involviert. Auch hier gilt es, ihre Rolle und ihre Absichten genauer zu beleuchten. Zugleich hat sich in der westlichen medialen Berichterstattung ein Bild des Dschihadismus verankert, das auf einer Dämonisierung dschihadistischer Gruppen beruht, aber oft auch auf den Islam als Ganzes ausgeweitet wird, was wiederum die Islamophobie in den westlichen Gesellschaften fördert. Dabei greift die mediale Berichterstattung hier sehr oft auf Bildmaterial aus dem Propagandafundus von diesen dschihadistischen Gruppen zurück, wie im IS, dem Islamischen Staat, was wiederum ja eigentlich eine direkte Unterstützung deren Propaganda darstellt. Es gilt also auch hier eine differenzierte Perspektive einzunehmen. Einen Versuch dazu wollen wir heute unternehmen. Bevor ich nun ans Podium übergebe, möchte ich Ihnen noch kurz den Moderator des heutigen Abends vorstellen, Helmut Krieger. Helmut Krieger ist Sozialwissenschaftler und wissenschaftlicher Projektmitarbeiter am Institut für internationale Entwicklung an der Universität Wien. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen der israelisch-palästinensische Konflikt, Bewegungen des politischen Islam in der arabischen Welt, kritische Staatstheorie sowie postkoloniale Theoriebildung. Er ist auch Konsulent am VEDC. Eine seiner aktuellsten Veröffentlichungen, die demnächst erscheinen wird, ist Umkämpfte Staatlichkeit Palästina zwischen Besatzung, Entwicklung und Islam. Er wird Ihnen dann im Anschluss auch die beiden Referentinnen genauer vorstellen. Zum Schluss möchte ich noch ein paar administrative Hinweise geben. Sie finden auf Ihren Sitzen Feedbackbögen, auf denen Sie gerne Ihre Anmerkungen und Kritik anbringen können und draußen am Infotisch in die blaue Box schmeißen. Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, draußen am Büchertisch Bücher auch von Frau Wiedemann zu erwerben oder auch andere für Thema relevante Bücher. Im Anschluss darf ich Sie dann noch einladen zu einem kleinen Umdruck im Foyer des Albert-Schweitzer-Hauses. Mir bleibt jetzt nur noch, uns allen einen spannenden und aufschlussreichen Abend zu wünschen und darf an dich, Helmut, übergeben. Danke. Vielen herzlichen Dank, Magda, und auch ein herzliches Dankeschön an das gesamte Team des VEDC, das die Veranstaltung in wie gewohnt professioneller Weise vorbereitet und organisiert hat.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen, ich begrüße Sie auch jetzt ganz herzlich zu unserer Veranstaltung Dschihadismus und Krieg. Es freut mich besonders, unsere beiden Referentinnen hier heute begrüßen zu können. Einerseits Dr. Ala Al-Hamarme und andererseits Charlotte Wiedemann, die nicht gescheut haben, hier den Weg nach Wien zu machen, um, so nehme ich an, eine spannende, vielleicht auch kontroverse Diskussion mit uns führen zu können. Bevor ich die beiden noch weiter vorstelle, lassen Sie mich ganz kurz auf einzelne Elemente eingehen, die Magda bereits skizziert hat. Die Schwerpunkte unserer Veranstaltung, das sind zwei. Einerseits mit der grundlegenden Frage, wie können wir das Phänomen Dschihadismus analytisch fassen? Welche differenzierten Perspektiven können wir auf dieses, und ich nenne es jetzt einmal so, Phänomen Dschihadismus werfen? Was sind dessen historische Genese, aktuelle geopolitische Rollen bzw. aktuelle geopolitische Bedeutungen? Dazu wird Ala Al-Hamarne genauer Stellung nehmen. Hintergrund ist, und Magda hat das auch schon sehr eindringlich skizziert, wir sind konfrontiert mit einer Situation, die wir vor 4 Jahren niemals gedacht hätten, dass sie eintreten würde, sage ich jetzt einmal. Und ich nehme an, Sie würden mir auch zustimmen angesichts einer optimistischen Situation 2011, angesichts von Revolten im arabischen Raum, die grundlegende sozioökonomische Gerechtigkeitsvorstellungen, die grundlegende Vorstellungen von Würde nach einem menschenwürdigen, egalitären Leben propagiert haben. Und das, wie gesagt, ist nur 4 Jahre her und wir sind heute konfrontiert mit einem Konfrontations-, Krisen- und Kriegszyklus, der nicht nur im regionalen Raum ausstrahlt, sondern globale Bedeutung besitzt. Die aktuelle Situation im Mittelmeer ist einer der vielen Beispielen davon. Allein wenn Sie daran denken, dass die Hälfte der syrischen Bevölkerung sich mittlerweile auf der Flucht befindet, entweder zu internen Vertriebenen geworden ist oder ca. 4,5 Millionen Menschen es geschafft haben, außerhalb Syriens zu gelangen. Davon sehr wenige, die den hochschwierigen, gefährlichen Weg nach Libyen gegangen sind, um von dort eine lebensgefährliche Reise nach Europa antreten zu können. Das heißt, unser erster Schwerpunkt, was ist Dschihadismus? Wie lässt er sich analytisch begreifen? Und der zweite Schwerpunkt, die Frage nach westlichen Debattenfeldern über dschihadistische Formationen, die Frage nach orientalistischen Stereotypen, die Frage nach kulturalisierenden Deutungsmustern von dschihadistischen Formationen, speziell in vielen westlichen Debattenfeldern und die Frage, wie können wir jenseits davon differenzierte Perspektiven, differenzierte analytische Muster entwickeln. Dazu wird Charlotte Wiedemann Stellung nehmen. Ganz kurz zu unseren beiden Referentinnen. Dr. Ala Al-Hamarne wurde in Jordanien geboren, dort aufgewachsen und nach seinen Schulabschlüssen in Jordanien ging er dann in die Ukraine und hat an der Kiewer Staatsuniversität im Jahr 1990 ein Diplomstudium in Sozial- und Wirtschaftsgeografie abgeschlossen und 4 Jahre später an der gleichen Universität in Kiew promoviert. Also eine hochspannende Zeit, nehme ich an, in der Umbruchphase der Implosion der Sowjetunion und einer versuchten Neukonzeption des gesamten postsowjetischen Raums. Ich mache einen Sprung. Seit 2004 ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Forschung zur arabischen Welt an der Universität Mainz tätig und seit 2005 hat er an eben dieser Universität eine Assistenzprofessur am Institut für Geographie. Daneben, und auch ein sehr spannendes biografisches Detail, wie ich finde, hat er eine Gastprofessur für moderne arabische Gesellschaft an der Sharjah University in den Vereinigten Arabischen Emiraten inne. Seine Forschungsschwerpunkte: neoliberale Urbanisierungs- und Globalisierungsprozesse,
Geopolitik mit Schwerpunkt auf den arabischen Raum, internationale Migration und Tourismus. Ala ist Mitglied verschiedener akademischer Organisationen und berät darüber hinaus mehrere Forschungsinstitute und Nichtregierungsorganisationen, die in arabischen Ländern aktiv sind. Seine Publikationen unter anderem Islam and Muslims in Germany aus dem Jahr 2008 und eine hochspannende Frage zu Hochschulen und Export von Wissen in den arabischen Raum, Globalisierung von Hochschulpolitik, von Hochschulbildung in der arabischen Welt, eine Chance für die internationale Expansion deutscher Hochschulen aus dem Jahr 2009. Ich mache einen Sprung zu unserer zweiten Vortragenden. Charlotte Wiedemann ist seit 35 Jahren politische Journalistin, ungefähr seit 35 Jahren, wenn ich es so überschlagsmäßig versuche zu definieren, politische Journalistin und freie Autorin und arbeitet dabei schon seit vielen Jahren mit dem Schwerpunkt islamische Lebenswelten. Nach ihrem Studienabschluss in Sozialpädagogik, Soziologie und Politikwissenschaft an der Uni in Göttingen war sie von 1983 bis 1999 Korrespondentin und Reporterin in Bonn, Hamburg und Berlin, unter anderem für den Stern, die Woche und die Berliner Tageszeitung. Von 1999 bis 2003 lebte sie als Autorin in Malaysia und schrieb in eben dieser Zeit Reportagen für die Woche, die Weltwoche und Geo. Anschließend unternahm sie von Deutschland aus verschiedene Recherchereisen in unterschiedliche Länder, nicht nur arabische Länder, aber auch, das heißt Länder reichend von Bosnien bis Saudi-Arabien. Und ich nehme an, daraus entstand dann auch das Buch »Ihr wisst nichts über uns«, meine Reisen durch einen unbekannten Islam aus dem Jahr 2008. In den letzten Jahren, das heißt mit Beginn der Revolten in der arabischen Welt, hatte sie verschiedene Aufenthalte im Jemen, in Tunesien und in Ägypten. Und in der jüngsten Zeit, das heißt in den letzten 2-3 Jahren, auch verstärkte Reisen nach Mali. Daraus entstand auch ihr jüngstes Buch, 2014 erschienen, Mali oder das Ringen um Würde. Darüber hinaus, und das will ich Ihnen keinesfalls vorenthalten, ein sehr spannendes Buch im Jahr 2012 veröffentlicht, ein Plädoyer gegen eurozentrische Stereotype in Medien, vom Versuch, nicht weiß zu schreiben oder wie Journalismus unser Weltbild prägt. Gegenwärtig schreibt Charlotte Wiedemann darüber hinaus Reportagen für Geo, Analysen für die Zeit, Essays für Le Monde, Diplomatique und Kantara.de sowie Kolumnen für die Tageszeitung, die Berliner Taz. Noch ein ganz kurzes Wort zum Format unserer Veranstaltung. Die beiden Referentinnen werden je 25 bis 30 Minuten sprechen, haben dann auch, und wir werden sehen, inwiefern das notwendig erscheint, die Möglichkeit, aufeinander Bezug zu nehmen in einer kurzen Diskussionsrunde. Und anschließend möchte ich Sie bitten, Fragen, Kommentare etc. zu formulieren. Bitte achten Sie auch schon darauf, wir haben entsprechende Saalmikrofone und dementsprechend haben Sie die Möglichkeit, über Mikrofone zu sprechen. Aber es ist voll. Gut, dann würde ich gleich Ala bitten, mit seinem Vortrag zu beginnen. Bitte. Guten Abend. Vielen Dank, dass Sie hier sind, für Ihr Interesse. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, Helmut, für die Vorstellung. Kompliziert mit diesem Mikrofon. Okay. Versuche still zu halten. Das ist nicht meine Stärke. Wie Helmut erwähnt hat, vor 4 Jahren waren die Bilder über die Demonstrationen in Ägypten und in Tunesien
als junge Menschen massenhaft auf die Straßen gegangen sind und sie haben gerufen nach Brot, Freiheit und soziale Gerechtigkeit, haben die unsere Realitäten hier bestimmt. Ich erinnere mich an eine Demonstration auf Trafalgar Square in London, als die Studenten der Londoner Universität in Streik gegangen sind gegen die neuen Gebühren. Und das Motto war, stand like an Egyptian. Heutzutage, 4 Jahre danach, niemand möchte, wie die Ägypter aussehen oder wie die Syrer oder wie die Iraker. Die Lage ist in der Tat sehr tragisch und die Lage ist sehr schwierig auf verschiedenen Ebenen. Ich habe meinen Vortrag heute benannt, Bemerkungen zur historischen Genese und geopolitischer Rolle des sunnitischen Dschihadismus. Ich möchte gern das Ganze, dass Sie es verstehen, wirklich als Bemerkungen, das heißt verschiedene Punkte von verschiedenen Themenfeldern und dass Sie es verstehen, dass ich versuche, gezielt eine Definition von diesem militantischen Dschihadismus, wie wir in Europa es definieren und sehen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Dschihadismus hat verschiedene Aspekte. Dschihadismus ist ein vorläufiger Begriff in den arabischen und islamischen Welten. Aber wenn wir über Dschihadismus in Europa sprechen, wir sprechen über terroristische, militantische Organisationen wie ISIS, Islamischer Staat, oder wie Nusra. Es gibt andere Formen von Dschihadismus. Formen, die beziehen sich auf Theologie, Formen, die beziehen sich auf Bildung, auf Anstrengung und so weiter und so fort. Ich möchte hier keine linguistische Diskussion anfangen, aber politische Diskussion anfangen. Das Wort Dschihad ist ein sehr altes arabisches Wort. Es gibt auch Synonyme in der alten aramäischen und hebräischen Sprachen. Und die bedeutet in der Tat Aufwand, Anstrengung. Man glaubt es nicht, aber wenn man Physik studiert oder lernt in der Schule, benutzt man auch das Wort Dschihad und Juhud zu bestimmten Kräften in der Physik. Das heißt, es ist wirklich ein vorläufiges Wort in diesem Sinne. Die zweite Form von diesem Dschihad ist, was hier steht, Dschihad für und im Namen Allah. Al-Dschihad fi Sabilillah auf Arabisch. Das ist eine alte, früharabische und frühislamische Form, die Menschen zu mobilisieren für eine militärische Aktion. Man ruft zum Dschihad in diesem Sinne. Und in dieser Form, das ist in der Tat eine militant aufgeladene Aussage. Wir haben diese Form in Geschichtsbüchern. Wir wissen, dass die Kriege im 8., um 9. und 10. Jahrhundert auch mit diesem Aufruf beladen waren. Und dann, die Bücher zeigen uns ungefähr 600, 700 Jahre, dass diese Phrase nicht mehr benutzt wird. Im Sinne von militärische Organisation, militärische Mobilisation. Erst als Napoleon nach Ägypten ging, Anfang 19. Jahrhundert, Ende 18. Jahrhundert, kommen in die Geschichtsbücher wieder das Wort Dschihad und Dschihadismus im Sinne von militärischer Mobilisation, Kampf. Das kommt immer wieder dann später, als die Briten in den Golf, in dem arabischen Golf gelandet sind. 1815, 1820 kommt wieder dieses Wort als Kampf. Und dann, als die Franzosen in Algerien waren,
1830, die erste Kolonialisierungsjahre von Algerien, hörten wir bzw. wird darüber gesprochen, dass die Leute dagegen mit Dschihadismus gesteuert haben. Und dann gab es Ruhe. Das heißt, 100 Jahre haben wir von diesem Begriff nicht weiter mehr gehört. Nicht in Form, dass die Leute im Dschihad sich organisieren oder Dschihad betrieben haben oder zum Dschihad gerufen haben. Diese Form verschwand, warum auch immer. Erst ganz spät, am Anfang vom 20. Jahrhundert, als in Saudi-Arabien die Dynastie Al-Saud mit den Wahhabiten die erste Allianz gegangen sind und haben versucht, beduinische Stämme an die Grenze zwischen heutigen Saudi-Arabien und Irak sesshaft zu machen, als strategische Aktion, sprachen die vom Dschihad in diesem Sinne. Und sprachen die auch zum ersten Mal von unseren Brüdern, von Muslimbrüdern, von Ikhwan. Das hat nichts zu tun mit der Organisation von Muslimbrüder, die 20 Jahre danach entstand in Ägypten, 1982, wo in den Dokumenten wieder das Wort Dschihad stattgefunden, wo wieder diese Form von Dschihadismus als militante, militärische Aktion eingebettet war in politischen Programmen. Und wir wissen, dass die Muslimbrüder damals auch Terrorismus betrieben haben, wie als politische Aktion, wie die Ermordung von dem Premierminister von Ägypten 1949 oder 48, den Nukrashi Bascha. Nach dem Zweiten Weltkrieg kommt diese Form dieses Dschihadismus als militante Aktion, die mit Religion beladen ist, sehr oft in verschiedenen politischen Programmen von verschiedenen Parteien, nicht nur in der arabischen Welt, aber auch in der islamischen Welt. Indien, Pakistan, Gambia. Und in der arabischen Welt war eine große Partei, die hieß Tahrir-Partei, die Befreiungspartei. In Jordanien, in Ägypten, in Syrien, in Palästina, aber auch in Tunesien waren sie damals aktiv, als sehr militante, sehr konservative, auf Religion basierende Bewegung, die den Terrorismus als Methode propagandiert haben. Diese Partei wurde überall in der arabischen Welt verboten damals. Aber zum Beispiel, ich habe hier zwei Beispiele, die Indian Union Muslim League zum Beispiel hatte immer den Dschihadismus und den Dschihad in dem Programm dieser Partei, aber auch Gambia Muslim Congress. Die dritte und wichtigste Phase von dieser Entwicklung des Dschihadismus kommt für mich in Afghanistan. Afghanistan nicht die 90er Jahre, sondern Afghanistan 79, 80er Jahre. Das heißt, die Organisation von dem internationalen Dschihadismus gegen die Sowjets in Afghanistan. Da erreichten wir in unserer politischen Entwicklung eine neue Stufe. Wir sprechen von Dschihadismus, wir sprechen von Mujahideen, das ist das gleiche Wort auf Arabisch. Wir sprechen von globalen, organisierten Unternehmung, wo diese Leute als Dschihadisten, Mujahideen, auf internationaler Ebene die Möglichkeit gehabt haben, Kämpfer zu rekrutieren, Geld zu organisieren und internationale Legitimation bekommen haben. Das heißt, sie werden von Saudi-Arabien, von der arabischen Welt, aber im Allgemeinen,
genauso von der westlichen Welt und NATO anerkannt als eine Organisation, die gegen den ungläubigen kommunistischen Sowjets in Afghanistan kämpfen, um ein islamisches Land zu befreien von den Ungläubigen. Das war die Sprache, die damals benutzt wurde. Und seitdem erleben wir einen globalen sunnitischen Dschihadismus, der basiert auf radikaler Ideologie, die sagt, wir dürfen uns organisieren, mit Waffen gegen Ungläubigen zu kämpfen. Die zweite Stufe kommt in die Post-Afghanistan-Ära, das heißt in den 90er Jahren, wo die Ungläubige war nicht der Fremde, sondern kam die Takfiri-Doktrin. Takfiri bedeutet, erlauben Sie mir es zu lesen, es ist eine Doktrin, die erlaubt, eine Person gleichen Glaubens, gleicher oder andere Konfession oder Religion, die Apostasie zu bezeichnen und nicht als Gläubiger mehr zu behandeln. Das heißt, kommt eine politische Partei, eine politische Bewegung, kommt ein Imam, kommt eine Person und sagen, mein Nachbar ist Kafir, er ist nicht Muslim. Die richtigen Muslime machen sowas nicht. Und mit dieser Doktrine werden eigentlich alle, die nicht mit mir einverstanden sind, freigegeben als Feinde, zum Toten zu bekämpfen. Diese Takfiri-Doktrine ist heute die Basis von den ideologischen und praktischen Handeln von solchen terroristischen Organisationen wie der Islamische Staat und die Nusra in Syrien und Irak, Beit al-Maqdis in Ägypten und so weiter und so fort, in Libyen und so weiter. Das heißt, diese weitere Entwicklung, den Dschihadismus von einem nationalen Staat, dass die Leute haben früher in Afghanistan gekämpft oder in Libyen oder in Ägypten, zu einem globalen Netzwerk. Und dieses Netzwerk basiert auf internationale Rekrutierung und Finanzierung. Aber die Feinde sind vor allem in diesen arabischen Ländern. Das heißt, dieser Kulturkampf, was wir in Europa bezeichnen zwischen uns und denen, läuft eigentlich in die islamische Gesellschaft, in die sunnitische islamische Gesellschaft vor allem, zwischen diesen Takfiri-Terroristen, Dschihadisten, und die anderen Muslime, die sowas nicht akzeptieren wollen. Wir sprechen die ganze Zeit, dass so viele Christen, so viele Jesiden werden umgebracht, das ist alles richtig und wichtig. Aber die größte Anzahl von den getöteten Menschen in den arabischen Ländern sind Sunniten und sie werden von solchen terroristischen Organisationen, die auch Sunniten sind, ermordet. Der zweite Teil, was ich gern erzählen möchte, ist über diese geopolitische Rolle von diesem Takfiri-Dschihadismus. In Afghanistan war es zum ersten Mal eine Instrumentalisierung von einer Ideologie und von terroristischen Gruppen in dem kalten, heißen Krieg. Es war nie ein kalter Krieg, man spricht über kalter Krieg nur in Europa, aber in die ganzen anderen Länder, in die ganze Welt war sehr heiß. Von Vietnam bis Afghanistan, bis die ganze Afrika, da brannten Städte und starben Leute. Das heißt, Kalter Krieg war Kalter Krieg vielleicht hier in Wien, aber nicht woanders. Das heißt, zum ersten Mal werden solche Organisationen instrumentalisiert im Sinne von internationaler Politik. Die Amerikaner kamen ganz frisch noch aus Vietnam, 73, 76, und sie wollten sich nicht direkt einmischen in Afghanistan. Und deswegen fanden sie sehr gut, dass Saudi-Arabien und andere Golfstaaten haben genug Geld jetzt von dem Erdöl bekommen, nach dem Oktoberkrieg. Und daher
kam es eine Symbiose zwischen Golfgeldern und ideologisch radikalisierten Gruppen, wo man die zusammenbringen gegen die Sowjets in Afghanistan. Das ist eine reine geopolitische Krieg, Einsetzung, Instrumentalisierung. Meine These ist, dass bis heute im Rahmen von diesem Kampf zwischen verschiedenen Akteuren, zwischen verschiedenen politischen Kräften, die Instrumentalisierung von Terror und terroristischen Gruppen findet statt auf alle Ebenen. Was sind diese Organisationen? Wer sind diese Organisationen? Wie agieren diese Organisationen? Und hier müssen wir zurück zu den Revolten von 2011. Die Revolten von 2011 in der arabischen Welt hatten den Potenzial, das Potenzial, neue Realitäten zu schaffen, neue politische Realitäten zu schaffen, einen Wandel in der Region zu bringen. Aber leider, die demokratischen und liberalen und linken Gruppierungen hatten nicht die Möglichkeit, ein alternatives Programm aufzustellen und sie zu implementieren. In diesem Zeitraum von Januar bis Juni, Juli 2011 konnten alle anderen Kräfte, die gegen einen demokratischen Wandel sich besser organisieren, sich einzusetzen und gegen diese Bewegungen einzugehen. Auf verschiedenen Ebenen. Politisch, aber auch militärisch. Das heißt, in Libyen hat es angefangen, dass okay, gibt es die Möglichkeit, mit Waffen gegen Gaddafi zu gehen. NATO hilft und wir können einen Regimewechsel da etablieren. In Syrien waren wir alle euphorisch am Anfang und dann haben wir gesagt, okay, das wird jetzt ganz schnell gehen und das libysche Szenario wird sich durchsetzen. Ich kann mein Hemd nicht ausziehen. nicht die richtige Veranstaltung dafür. Und in diesem Sinne werden damals auch militärische Einsätze implementiert und akzeptiert als eine Methode, um Regimewechsel durchzuführen. Um friedliche Revolutionen eigentlich, die als friedliche Proteste angefangen haben, sie militärisch dann zu unterstützen. Und dann war es sehr schnell, die alten Netzwerke von Afghanistan waren wieder reaktiviert. Die Geldgeber, die Prediger, die Radikalisierungsmaßnahmen, die Sprache, die Artikulation. Und dann haben wir eine große Menge von Geldern, die bereit waren, Loyalitäten zu kaufen, aber Waffen zu kaufen vor allem. Und es ist nicht wichtig, woher kamen die Waffen. Kamen von den regulären Armeen, die man auch bei diesen Offizieren Waffen gekauft haben, oder auf den internationalen Märkten, oder in Libanon, oder in Irak, oder in Südtürkei, wo genug Waffen vorhanden sind. Und dann entwickelte sich eine Spirale, wo man angefangen hat, sich zu artikulieren auf die Ebene, wir sind die richtigen Muslime und die sind die nicht die richtigen Muslime. Sunniten, Schiiten, wir sind die richtigen Sunniten, die sind die falschen Sunniten und so weiter und so fort. Und auf Basis von dieser ideologischen Radikalisierung mit Geld und Waffen, auf Basis von alten und neuen Netzwerken, entstanden große Gruppierungen in den Gebieten, wo ein Wandel nicht vorhanden war und wo ein Wandel gezwungen werden musste. Ich mag ungern über konspirative Theorien und sagen, wie die Leute haben sich das alles finanziert, was wollte man von diesen Gruppen und so weiter und so fort. Aber es ist bemerkenswert, dass diese Dschihadisten sind sehr aktiv in solchen Ländern, zählen Sie mit mir, Irak, Syrien, Libyen,
Wo gibt es die noch ganz stark? Somalien als Folge von den Afghanistan 2002. Das heißt, entweder in Ländern, die eine strategische geografische Lage haben, oder in Ländern, wo viel Geld oder Erdöl und was zu holen gibt. Warum gibt es die nicht so aktiv in den Mutterländern des Konservatismus, in Saudi-Arabien? Warum gibt es die nicht in Jordanien so aktiv militantisch? Oder in Marokko? Sie waren in Algerien irgendwann auf Basis von der Postzerfall der Sowjetunion und das alte System in Algerien, aber sie waren ganz schnell raus. Ganz schnell, 6-7 Jahren. Aber da muss man auch darauf achten, dass sie waren nicht die postafghanischen Netzwerke, die dort agiert haben, sondern die lokalen Militanten, unterstützt von verschiedenen Kriegen. Was haben wir heute in Syrien zum Beispiel? Man spricht von Islamischem Staat, von ISIS, die vom Nichts kam, sagt man. Oder sagt man, dass vor 3-4 Jahren, sie waren gar nichts da, woher haben sie einfach so viel Kraft, wer sind diese Leute, woher kamen die? Man muss sich so vorstellen, dass diese Leute sind nicht organisiert als moderne Armeen. Diese Leute haben einfach Geld und sie kaufen Loyalitäten. Vor 4 Jahren, die gleichen Kämpfer, die heute bei ISIS, zum größten Teil, zu 80%, waren organisiert in anderen militanten Gruppen und hießen was anderes. Ahrar al-Sham, Al-Faruq-Brigaden in Homs und so weiter und so fort. Später haben diese Gruppen ihre Loyalität dem Nusra-Front gegeben, dem Geldgeber. Wer hat mehr Geld? Ich gebe es meine Realität und deklariere mich ein Teil von dieser Organisation. Und so passiert mit ISIS. 80% der Territorien, was ISIS kontrolliert heute, die Islamische Stadt, sind gekaufte Loyalitäten. Ausnahme ist Mosul, wo eine kleine Gruppe konnte binnen 2-3 Tage die ganze Stadt kontrollieren. Fragt man, wie konnte das passieren und warum? Wenn wir die ganze politische Rahmenbedingungen noch im Kopf haben, da hatten wir den politischen Druck gegen damaligen Premierminister Malki und wir wollten ihn nicht haben. Wir, der Westen, wir, Saudi-Arabien, wir, andere wichtige Akteure in der Region und die Amerikaner. Und auf einmal können 300 Kämpfer von ISIS die 2,5 Millionen Staat von Mosul, man sagt bis 4 Millionen, aber bleiben wir bei 2,5 Millionen Staat von Mosul, binnen 2 Tage kontrollieren. Fragt man sich, wie? Die Iraker sagen inoffiziell, dass jeder Soldat hat von 5.000 bis 10.000 Dollar bekommen auf die Hand in Mosul, um die Stadt zu verlassen. Das heißt, gekauften Loyalitäten. Und was haben wir damit erreicht? Malki in die Tat ist nicht mehr Premierminister. Und kam jemand den anderen. Wer hatte Interesse drin? Die Leute, die den Malki nicht haben wollten. Und dann ISIS wird gestoppt. Wie kommt ISIS zu solchen großen Gebieten um Tikrit, um Ramadi und Biji in Westirak? Sie haben keine Armee von 200.000, um da drin zu gehen. Sie kaufen Loyalitäten in den Dörfern und in den Gebieten. Sie geben Geld vor Ort und genauso in Syrien. Das heißt, wenn man wirklich mit Terrorexperten sprechen, dann bekommt man einfach die Listen, dass diese Person vor 4 Jahren war in dieser Organisation, nach 12 Monaten in dieser Organisation,
hat diese Organisation sich umbenannt und die Loyalität bei den anderen und so weiter und so fort. Das heißt, die neuen Rekrutierungsmaßnahmen sind nicht mehr als 20%. Wir hören tagtäglich, sie kommen aus Frankreich, aus Deutschland, aus Saudi-Arabien, aus Jordanien, aus Marokko, aus Tunesien. Nichts Neues. Bei den Mujahideen in den 80er Jahren kamen die auch alle von der ganzen Welt. Wir haben es vergessen. 2011 im Juni war schon in Syrien oder gab schon in Syrien 1000 Jordaner und 2000 Saudis, aber sie waren nicht in ISIS organisiert. Sie waren in andere Gruppen organisiert, von Al-Qaida, da gab es auch Al-Qaida, der von einem Jordaner in Irak geleitet wurde und dort agiert hat. Zarqawi aus der Stadt Zarqa, der wird von dem jordanischen Geheimdienst umgebracht. Genauso gab es auch Leute aus Frankreich, aus Deutschland und so weiter. Waren nicht so viel. Aber wir erinnern uns über den amerikanischen John, die in seine Schuhe die Bombe gehabt hat auf dem Flieger und so weiter und so fort. Das heißt, dieses globalisierte Netzwerk ist nichts Neues. Und diese Leute sind praktisch immer waren in solchen Netzwerken. Man spricht, sie radikalisieren sich über Internet. Stimmt. Kann man sich radikalisieren und aufregen über Totungen, was auch immer passiert. Aber durch welche Netzwerke und durch welche Infrastruktur landen sie dann in Syrien? Nach Charlie Hebdo-Attentat hat die ganze Welt nach Frau Boumediene gesucht, die Freundinnen von dem französischen Attentäter algerischer Herkunft. Unbedeutende Frau, war nie registriert, weil keine Geheimdienste auch in Frankreich. Und auf einmal kommen die türkischen Geheimdienste und sagen, beziehungsweise die türkische Stadt, vor 2 Tagen, sie ist in Istanbul gelandet, dann nahm sie einfach den Zug von Istanbul, vom internationalen Flughafen Istanbul auf die europäische Seite zu dem anderen Flughafen, nahm die ein Flugzeug und sie ist geflogen nach Diyarbakir und nach 6 Stunden von Diyarbakir hat sie das Flughafen verlassen und nach Syrien gegangen. Hallo? Warum beobachten die ganzen Geheimdienste solche unbedeutende Frau? Das heißt, sie wussten, dass sie nicht unbedeutend und sie ist in bestimmten Netzwerken. Das heißt, diese Netzwerke sind bekannt. Gerade in Deutschland gab es einen Fall, dass die NBD, die Bundesnachrichtendienst, beschwert sich über die Polizei, dass in Hannover 5 potenzielle Terroristen hatten die Möglichkeit, das Land zu verlassen, obwohl sie standen auf irgendwelchen Listen. Und das kommt öffentlich in die Tagesschau. Das heißt, die Geheimdienste streiten mit Innenministerium, wer einfach diese Leute zugelassen. Es geht mir darum, einfach zu zeigen, dass Netzwerke sind vorhanden und dann, dass die Leute wissen genau, nach der Radikalisierung, wo sie Geld bekommen, wohin sie gehen müssen und wie das Ganze funktioniert. Woher kommt das Geld? Das ist die große Frage. Und anscheinend haben wir, wie die Amerikaner uns gesagt haben, aber auch die Briten und die Deutschen, es gibt große Spender aus den Golfstaaten. Aber diese großen Spender in den Golfstaaten haben eine Verknüpfung mit den staatlichen Strukturen, mit den Geheimdiensten oder nicht, ist es eine Spekulation. Aber wenn die ganze Welt, die Geheimdienste sagen, die großen Spenden kommen aus Kuwait, Katar und Saudi-Arabien, dann kommt das Geld aus Kuwait, Katar und Saudi-Arabien. Bleibt die zweite Frage. Wie kommt das Geld in Koffer, Milliarden und Millionen nach Syrien und nach Irak? Es gibt keinen anderen Weg, außer die Türkei und Libanon. Es gibt keinen anderen Weg. Sie haben keine ATM-Maschinen und sie kriegen es nicht per Visa-Card. Das heißt, es wird einfach Nachschubgeld dorthin gebracht. Und die zweite Möglichkeit ist sogenannte lokalen Business, was diese terroristischen Organisationen selber betreiben. Wir haben geschrien die ganze Zeit, ISIS klaut Erdöl und verkauft es in den Westen. Wie passiert das denn? In den Tanks über die Türkei
zu Antalya und von dort wird das alles verkauft in die ganze Welt und das Geld kommt zurück zu ISIS. Das heißt, wenn wir sagen, geopolitisch eingebettet, ich weiß nicht inwieweit, das heißt, ich kann nur spekulieren, inwieweit bestimmte Staaten, staatliche Strukturen, Personen in staatliche Strukturen mitmachen und mitagieren. Letztendlich, die Türkei ist ein NATO-Land, die Amerikaner und die Deutschen sind sehr stark dort, das heißt, wir sprechen nicht über ein Land, das in dem Limbo agiert. Und anscheinend das pakistanische Modell mit dem Taliban damals, dass ein Teil von den Geheimdiensten in Pakistan sind auf persönlicher Ebene oder auch organisatorisch involviert sind in diese Maschinerie, die einfach Profit und Geld wirft. Und sie sind mitte drin. Man profitiert von Bürgerkriegen, man profitiert von Kriegen, das ist nichts Neues. Aber was ist Neues, dass wir haben ein globales Netzwerk anscheinend, die sehr stark ist und die agiert auf verschiedenen Ebenen, Ebene der Propaganda, Ebene der Organisation und die Ebene der Finanzierung und der Selbstinstrumentalisierung, dass sie sich einfügen in bestimmten regionalen und internationalen Strategien. Vielen Dank. Vielen Dank, aller vielen Dank für den großen, einerseits historischen Bogen und andererseits den Darstellungen dessen, wie dschihadistische Formationen heute agieren, geradewegs anhand Daesh oder des Islamischen Staates. Ich gebe das Wort gleich weiter an Sie, Frau Wiedemann. Gerne, bitte. Dann komme ich zu Ihnen und zeige Ihnen 5 Minuten. Am 9. September 2011 habe ich in Malaysia noch gewohnt und es gab dort ganz zu Beginn der Ereignisse in New York gab es das Gerücht, es handle sich um einen Angriff auf die Twin Towers in Malaysia, denn auch dort gab es Twin Towers, zum damaligen Zeitpunkt waren das die höchsten Gebäude der Welt. Das hat mich sehr beeindruckt. Es hat sich dann ein Verrückter an die Sache drangehängt, an dieses Gerücht, hat angerufen bei der Polizei, er habe eine Bombe in diesen Twin Towers deponiert. Daraufhin wurden die Twin Towers geräumt, die malaysischen Twin Towers. Das heißt, es gab genug Leute in Malaysia, einem zu 60% muslimischen Land, die zunächst einmal geglaubt haben, der Angriff sei bei ihnen passiert. Es hatte noch nicht jeder Internet wie heute, es hatte auch dort nicht jeder gleich irgendwie, saß nicht vor dem Fernseher, sondern es wurde viel über SMS gemacht. Diese Erfahrung hat mich sehr geprägt. Ich habe mich unter anderem deshalb nie diesem Lagerdenken anschließen können. Ich möchte jetzt darüber sprechen, wie angemessen und wie wirklichkeitstauglich unsere Sicht der Handelnden ist, sowohl der dschihadistischen Akteure ebenso wie derer, die den War on Terror, den Krieg gegen Terror führen. Es gibt dafür 2 gängige Annahmen. Die erste ist, die Dschihadisten führen einen Krieg gegen den Westen. Einen Krieg, in dem wir aufgrund unserer Errungenschaften und Werte das Ziel sind. Der Satz von George W. Bush, "They hate our freedom", enthält in jedem der 4 Worte eine bis heute massenhaft geteilte Grundeinstellung. Wir und sie sind klar umrissen. Sie werden von Hass getrieben, und zwar auf das, was uns auszeichnet, auf unsere Werte. Ein Hollywood-tauglicher Satz, den Präsidenten gewöhnlich auf Flugzeugträgern sprechen, das Haar vom Wind zerzaust. Wer hätte gedacht, dass mehr als ein Jahrzehnt später, im Januar 2015 in Paris, eine ganze abgesperrte Nebenstraße voller Staatschefs sich aufbaut
um für ein Gruppenfoto eben diesen Satz erneut zu illustrieren, Händchen haltend. Paris, die Morde an den Zeichnern von Charlie Hebdo, passte wenigstens ansatzweise in die von George W. Bush begründete ideologische Formel. Darum wurde in Paris ein multinationaler Staatsakt zelebriert, dessen Ausmaß ansonsten völlig unerklärlich wäre. Auf den allermeisten Schauplätzen ist der Dschihadismus hingegen kein Krieg gegen den Westen. Die Opferzahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Wo immer der Terror wütet, sterben vor allem Muslime. Es handelt sich um einen Krieg, der vor allem unter Muslimen ausgetragen wird, nicht gegen den Westen oder dessen vermeintliche Statthalter. Das gilt auch und gerade für den IS. Der IS köpft auch Hamas-Kämpfer. Es sind keine westlichen Werte, die der IS zu zermalmen sucht, sondern uralte Werte des Nahen Ostens, eine über Jahrhunderte praktizierte religiöse und kulturelle Pluralität, die es im Übrigen im Westen in dieser Form nie gab. Der IS nutzt die ekstatische westliche Aufmerksamkeit überaus professionell. Er spielt mit ihr, aber er braucht den Westen nicht wirklich. Die Epoche, wir haben darüber schon einiges gehört, während derer sich der politische Islam am Westen abgearbeitet hat und gegen den Westen eine muslimische Identität zu versucht hat zu konstruieren, diese Epoche geht heute ihrem Ende zu, wenn sie nicht schon vorbei ist. Denn es war die Furcht vor einem übermächtig wirkenden Europa, aus dem im 19. Jahrhundert der politische Islam entstand. Ein Europa, das industriell revolutionär war, wirtschaftlich expansiv und kolonial aggressiv. Ein Europa, das den muslimischen Osten, Zitat, spurlos verschwinden lassen könnte. Das waren die Worte von Jamal al-Din al-Afrani, 1838 in Nordpersien geboren, ein reisender Denker, der Islam und Westen als erster als Gegensatz verstand. Aber so bedeutend sind wir heute nicht mehr. Dennoch fällt es der hiesigen Öffentlichkeit schwer, sich mit einer Realität vertraut zu machen, in denen der Westen nicht mehr im Mittelpunkt steht, nicht einmal als Zielscheibe. Unsere Selbstbezogenheit ist so groß, dass wir unseren Bedeutungsverlust nicht einmal dann anerkennen, wenn er entlastend wäre. Anscheinend müssen wir zwanghaft die relativ kleine Zahl westlicher Opfer des Terrors ins Zentrum unserer Wahrnehmung rücken, damit wir uns hinreichend bedroht fühlen und damit wir vom Podest dieser Bedrohtheit aus unser globales Interventionsrecht verteidigen. Ich komme zur zweiten gängigen Annahme hinsichtlich des War on Terror. Und die heißt, wir sind die Guten. Jedenfalls irgendwie und meistens. Die Gewalt, die der Westen einsetzt, ist nicht immer schön, aber sie ist im Großen und Ganzen berechtigt und zielgerichtet. Sie ist kein Verbrechen. Die dschihadistische Gewalt hingegen ist anormal. Sie sprengt alle Maßstäbe. Sie ist barbarisch, archaisch, faschistisch oder was auch immer. Noch einmal ein Blick auf Opferzahlen. Nach seriösen wissenschaftlichen Studien gab es allein im Irakkrieg 1 Million Opfer. Das sind 5% der irakischen Bevölkerung. Nur zum Vergleich, der Zweite Weltkrieg hat 10% der Deutschen das Leben gekostet. Nehmen wir noch die Toten in Afghanistan und Pakistan hinzu, kommen wir auf 1,3 Millionen Opfer. Ich beziehe mich hier unter anderem, das kann man im Netz nachgucken, auf die Studie Body Count. Das ist eine Art Metastudie, die unter anderem von den amerikanischen und deutschen Sektionen von IPPNW mit der altmodischen Bezeichnung Ärzte gegen den Atomkrieg durchgeführt worden ist. Die Kriege gegen den Terror waren und sind ja noch zum Teil verheerende große Kriege, in deren Verlauf viel mehr Unschuldige gestorben sind, als Terroristen jemals töten könnten. Die Forderung, die Verantwortlichen des Irakkriegs für Kriegsverbrechen anzuklagen, gilt dennoch als irre, als weit ab vom Mainstream, weit ab vom potenziell Vertretbaren.
Gerade hat es in den USA eine Deklassifizierung von einigen neuen Teilen der US-Informationen gegeben, die dem Irakkrieg zugrunde lagen, dem Beginn des Irakkriegs. Sie belegen mit neuen Details, wie die Weltöffentlichkeit belogen wurde. Ein zweiter Zahlenvergleich. Das säkulare Assad-Regime verursacht pro Monat 1000 Tote, der IS etwa 40. Die meisten von Ihnen kennen aus den Medienberichten der letzten Wochen das Beispiel Yarmouk. Ein Stadtteil, es wird immer Lager genannt, eigentlich ein palästinensischer Stadtteil in Damaskus. Ich kenne ihn selber. Es gab dort 3 Jahre Hungerblockade. Leute, die noch ihre Verwandten besuchen wollten, durften nicht mehr als 6 Scheiben Brot mit reinnehmen. Es gab erst Schlagzeilen, als der IS kürzlich dort einmarschiert ist. Der IS wird aufgewertet zu einem Erben des Faschismus und des Kommunismus, der neue Totalitarismus. Aber sind seine Verbrechen wirklich so singulär, wenn man sie vor dem Hintergrund der Opferbilanz anderer sieht, auch derer, die für sich das Gute in Anspruch nehmen? Die desaströse Wirkung des War on Terror wird völlig verdrängt. Westliche Politik hat das gegenwärtige blutige Chaos in der Region nicht nur begünstigt, sondern mit herbeigeführt. Ich empfehle dazu das neue Buch von Michael Lüders, Wer Wind sät. Einer der wenigen, die diese Dinge offen aussprechen, auch das Thema potenzielle Anklage wegen Kriegsverbrechen. Und trotzdem wird in den Öffentlichkeiten der gebildetsten Nationen der Welt weiterhin so getan, als sei War on Terror eine ernsthafte, weitergehende Option. Warum ist unsere Wahrnehmung derart verzerrt? Welche Mechanismen sind da am Werk? Es gibt eine Fülle von ideologischen Faktoren, die ich nicht alle aufzählen kann. Unter anderem die obsessive Beschäftigung mit dem Islam, die Fokussierung der Medien auf Terroranschläge, die Reduzierung von Auslandsberichterstattung auf Kriegsjournalismus. Und als Folge dieser gewaltzentrierten Berichterstattung eine sinkende Schwelle bei uns selber zur Gewalt. Ich war sehr bestürzt, neulich zu erfahren, dass der Bürgermeister von Leipzig in den letzten 3 Wochen 30 Morddrohungen bekommen hat, überwiegend zum Thema Asylbewerber. 30 Morddrohungen in einer friedlichen, saturierten Gesellschaft. Ich möchte aber 2 massenpsychologische Faktoren herausgreifen. Die erste ist der Wert weißen Lebens. Die übergroße Zahl der Opfer des Terrors sind nicht nur allgemein Muslime, sondern es sind nicht Weiße. Monat für Monat bestätigen dies sämtliche Statistiken. Auch am Tag der Paris-Attentate war die Zahl der Toten in Nigeria etwa 100-fach höher. Der westliche Blick auf den Dschihadismus ist von einem tief sitzenden, wenngleich unbewussten Rassismus geprägt. In Kenia, wo kürzlich 148 Studenten exekutiert wurden, ist man sich dessen sehr bewusst. Es ist dort ein Thema. Auch anderswo in Afrika wurde bemerkt, dass eben sogar einige afrikanische Staatspräsidenten sind nach Paris geeilt, um ihre guten Beziehungen zu den westlichen Regierungschefs zu pflegen. Aber keiner von ihnen kam nach Nairobi. Der Wert weißen Lebens wird auch von dieser korrupten afrikanischen Elite geteilt. Auf Twitter wurde der Hashtag Je suis Kenyan 10.000 Mal benutzt. Je suis Charlie wurde im vergleichbaren Zeitraum 5 Millionen Mal benutzt. Die afroamerikanische Bürgerrechtsaktivistin Mary Kimberley schrieb nach Paris, man hätte auch gleich den Hashtag Je suis White People benutzen können. Die Reaktionen auf die Anschläge seien dem Diktum, ich zitiere, tötet keine weißen Menschen, gleichgekommen. Ein zweiter massenpsychologischer Mechanismus ist, das Böse wird exterritorialisiert. Das Böse gehört nicht genuin zu unserem westlichen europäischen säkularen Raum, sondern es wohnt anderswo und es betritt unseren Raum nur in Gestalt des feindlichen Abgesandten, des Eindringlings. Wir hatten in Deutschland vor kurzem den Fall dieses berühmten Co-Piloten, der seine Maschine gegen eine Felswand gelenkt hat mit, ich glaube, 142 Menschen drin.
Es gab einen halben Tag lang, wo man nicht wusste, was jetzt eigentlich passiert ist. Man wusste nur, er hatte bis zum Schluss ruhig geatmet. Und allein das hat den Verdacht ausgelöst, es sei eben doch ein Muslim gewesen. Ich habe an dem Abend eine Veranstaltung moderiert, wo es zum Thema Mali eine malische Delegation gab. Alle waren so angststarr, dass der dort eingeladene ein malischer Ex-Premierminister, der hat das gemacht, was wir am Anfang auch gemacht haben, nur er als Malier hat das deutsche Publikum aufgefordert, sich doch bitte für eine Schweigeminute zu erheben. Natürlich hatte das zum Hintergrund, dass ja an den Paris-Attentaten Malier beteiligt waren. Es kam zum Glück anders, aber das Beispiel zeigt, dieselbe Tat, hundertfache Tötung, wird existenziell anders bewertet, je nach Religionszugehörigkeit des Täters. Einen muslimischen Psychopathen hätte es nicht geben können. Er wäre das Böse gewesen. Ein anderes Beispiel, die Flüchtlingskatastrophe hat sich nach Schreiben meines Vortrags noch weiter ausgeweitet in Bezug auf die Toten. Aber es gab nach dem Tag, wo die ersten 400 ertrunken sind, gab es eine andere Schlagzeile. Das war die Schlagzeile, Muslime werfen Christen über Bord. Was war passiert? Ein Gummiboot mit 105 Menschen aus diversen afrikanischen Ländern treibt im internationalen Gewässer. Nach einem Tag warten auf Rettung, das Trinkwasser ist schon fast zu Ende, kommt es, so lauten die Berichte, zu ersten Rempeleien. Nach einem Tag auf hoher See, zu ersten Rempeleien. Das laute Beten eines Christen hat dann angeblich den Zorn von Muslimen erregt. 12 Christen wurden angeblich über Bord geworfen. Andere wurden dann durch Kettenbildung auch durch die muslimischen Passagiere geschützt. In den Herkunftsländern der Täter wie Mali und Senegal ist Christenhass nicht an der Tagesordnung. Ein anderer Zeuge sagte später über die Ursache des Streits, vielleicht waren wir zu viele an Bord. Zum Vergleich der deutsche Ort Tröglitz, 40 Asylbewerber sollen in einem Ort von 2700 Seelen untergebracht werden. Es gibt Morddrohungen gegen den Bürgermeister und eine Brandstiftung. Aber es ist das Gummiboot, das Bischofssätze vom Beginn der Barbarei provoziert. Verhasste Teile der eigenen Persönlichkeit abspalten und sie auf andere projizieren. Das ist ein Muster, was Psychologen sehr gut kennen. Es gibt das Abspalten auch auf intellektueller Ebene. Beim Versuch, den IS als faschistisch zu definieren, wird sogar der im Herzen des Abendlandes entstandene Faschismus antiwestlich. Das geht so. Ein Autor in der Deutschen Tageszeitung Die Welt schrieb, wie der Narzissmus ist der Islamismus eine zutiefst antiwestliche Ideologie. Begründung, denn beide sehen im Liberalismus den Hauptfeind. Nach dieser Logik wäre auch die US-amerikanische Folter antiwestlich. Womöglich sind solche intellektuellen Kunstsprünge die einzige Möglichkeit, ein dichotomes Weltbild in einem zunehmend unübersichtlichen Gelände zu bewahren. Tatsächlich werden die Attribute westlich und antiwestlich immer funktionsloser. Ich komme jetzt zur Frage der Folgen. Die Folgen des War on Terror. Die Folge ist vor allen Dingen eine affirmative Wirkung. Mehr als ein Jahrzehnt Antiterror haben eine gehirnwäscheähnliche Wirkung gehabt. Die Zeit hat gereicht, um das intellektuelle und kulturelle Erbe der Friedensbewegung quasi zu vernichten. Gegen Kriegsführung aufzustehen, sie anzuprangern und, wie es jede Friedensbewegung tun muss, gegen die eigene Seite zu mobilisieren, das ist ein nahezu unmögliches Unterfangen geworden. Das jüngste Beispiel dafür ist Jemen. Ein mit US-Unterstützung geführter und von Saudi-Arabien angeführter Bombenkrieg. Ein Land, das humanitär ohnehin am Boden liegt, in dem 7,5 Millionen auf Hilfe angewiesen sind, in dem sich Hunderttausende Flüchtlinge aus Ostafrika aufhalten. Wird seit, ich glaube, 3 oder 4 Wochen bombardiert und es regt sich kaum Entsetzen. Nicht einmal, als gesagt wurde, Jemen wird bombardiert, bis es stabil ist. Was sind das für Sätze? Was passiert da? Stattdessen werden dann übliche Denkmuster nachgebetet, sunnitisch, schiitisch und so weiter.
viele von uns halten sich, selbst wenn sie ein ungutes Gefühl haben, heute lieber heraus. Denn es ist nicht mehr möglich, schlicht Nein zu sagen. Du musst stattdessen Konzepte vorlegen, was der Westen denn stattdessen tun solle. Ich nenne dies die Verthinktankisierung des fortschrittlichen Denkens und entschuldige mich bei dem Institut, das mich eingeladen hat und das natürlich auch ein Think Tank ist. Die Option, schlicht Nein zu sagen, ist heute moralisch geächtet. Es ist eine tendenziell verantwortungslose Position. Ich habe viel zu Mali gearbeitet, draußen liegt ein Buch von mir zu Mali zu kaufen. Ich war sehr skeptisch gegenüber der militärischen Intervention, die von Frankreich geführt wurde in Mali. Und als ich im privaten Freundeskreis diese Skepsis äußerte, es war ganz zu Beginn der Intervention, entgegnete mir eine Bekannte sofort, ja, willst du sie denn gewähren lassen? Ich saß im Boot der Schurken. Um den War on Terror, um das militärische Eingreifen richtig zu finden, muss man nichts wissen. Es versteht sich von selber. Früher war es begründungspflichtig, einem Krieg zuzustimmen. Heute ist es extrem begründungspflichtig, dagegen zu sein. Das ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel. Vor dem Terror sind wir alle gleich, ob Sozialhilfeempfänger oder Millionär, ob links oder rechts. Auch das war die Botschaft von Paris. Und sie ging bis hinein in zum Beispiel die relativ halblinke Tageszeitung, für die ich gelegentlich arbeite. Und noch das billigste Boulevardblatt posierte nun auf den Barrikaden der Meinungsfreiheit. Das führte in Deutschland dazu, dass ja diese rechtspopulistische Pegida-Bewegung zeitweise an Anhängerschaft verlierte, denn diese Bewegung hat sich sehr stark rekrutiert durch das Ressentiment gegen die sogenannte Lügenpresse. Aber jetzt hoppla, jetzt stand die Lügenpresse plötzlich auf der falschen Seite, nämlich auf der eigenen Seite. Man konnte jetzt nicht mehr gegen die Lügenpresse sein, weil die Lügenpresse ja gerade Kampagne gegen Islamismus, gegen Islam machte. Es war sehr schwierig, führte zu großen Desorientierung in deren Reihen. Dieselben Medien, die in ihrer Masse gegenüber dem desaströsen War on Terror ihre Eigenständigkeit, ihre Kritik- und Analysefähigkeit freiwillig aufgegeben haben, feiern sich als Helden der Meinungsfreiheit, wenn es darum geht, Karikaturen zu verteidigen, in denen ein Religionsgründer, ich entschuldige mich, in den Arsch gevögelt wird. Es gibt auf vieles keine einfachen und keine raschen Antworten. Das geht auch mir so. Dazu gehört die Frage, warum die Kämpfe unter Muslimen, die Kämpfe um Macht, Ressourcen und die Deutung der Religion zumindest in einigen Gebieten eine derartige Gewalttätigkeit angenommen haben. Der Dschihadismus ist gewiss kein Kampf für ein besseres Leben der Entrechteten und Vernachlässigten. Aber er wird sich nur zurückdrängen und besiegen lassen, wenn die sozialen Grundbedürfnisse und die politischen Grundwerte derer gesichert sind, aus denen er sich immer neu rekrutiert. Und er wird sich nur von innen heraus bekämpfen lassen. Auch darin hat mich die Erfahrung in Mali bestärkt. Dort wurde bereits seit 2001 US-amerikanische Antiterrorprogramme gefahren und zeitgleich wurden aufgrund der neoliberalen Politik sogar die Lehrerausbildungsinstitute geschlossen. Eine Modelldemokratie, wie man das früher Mali nannte, eine Modelldemokratie in Anführungszeichen, dieser Art könnte möglicherweise auch in Tunesien entstehen. Also ich benutze diesen Begriff jetzt ironisch kritisch, ich hoffe, das versteht man. Tausende junge Männer aus Tunesien sind zum IS gereist, während alle Tunesiens Demokratieerfolge loben. Aber die wirtschaftliche und soziale Lage hat sich 4 Jahre nach der Revolution dort nicht gebessert. Hat beides wirklich nichts miteinander zu tun? Gewiss, der einzelne Dschihadist passt oft nicht ins Bild vom Verlierer, das weiß ich. Das gilt auch für den Haupttäter bei dem Bardo-Attentat in Tunis. Gleichwohl basiert die Stärke des Dschihadismus meines Erachtens auf dem Versagen der Linken in diesen Ländern, dem Versagen der Gewerkschaften oder anderer Kräfte, die sich dafür einsetzen könnten, dass gerechte Handelsbeziehungen entstehen und dass es insgesamt mehr Lebensperspektiven für die Leute gibt. Ein kurzer Blick nach Nigeria, wozu uns nur Boko Haram einfällt. Und dabei denken wir an Islam, an Religion.
Nigerianer denken an Korruption und Staatsversagen. Darum wurde dort gerade ein 27-jähriger Ex-Diktator gewählt. Buhari, ein Muslim, den auch viele Christen wählten, weil sie ihn für sauber halten. Es wurde hier fast nicht zur Kenntnis genommen, außer vielleicht unter besonders Afrika-Interessierten. Und bei einer Umfrage, was das größte Problem in Nigeria sei, stand mit 68% an der Spitze der Antworten die schlechte Stromversorgung. Wir sollten unsere Augen waschen, wie ein iranischer Dichter sagt, und den Dschihadismus neu denken. Wir sollten ihn als Teil all jener Verwerfungen sehen, die sich gegenwärtig als eine neue Weltunordnung darstellen. Und es wird daraus keine Ordnung mehr entstehen, wie wir sie kannten. Diejenigen, die heute im Westen die Weltlage analysieren und kommentieren, sind in der strukturierten Welt des Kalten Kriegs aufgewachsen. Sie war so bipolar geordnet wie keine geschichtliche Phase davor. Aus dem sogenannten Islamfaschismus den Nachfolger des Kommunismus zu machen und wieder eine bipolare Weltstruktur zu konstruieren, wir und der Totalitarismus, das kann nur einem kleinen weißen Bildungsbürgertum einfallen, das vom Rest der Welt nicht viel weiß. Der indische Autor Pankaj Mishra spottet über die, Zitat, wirren Selbstbilder der Europäer, die sich immer noch für das Maß des Fortschritts halten. Außereuropäische Intellektuelle haben heute einen besseren und nüchternen Blick für eine schemenhaft aufkommende neue polyzentrische Weltordnung. Wir sehen selbst vor allem ein Chaos von viel Frontenkämpfen und reagieren darauf mit Deutungsmustern, die ihr historisches Verfallsdatum überschritten haben. Große Teile der islamischen Welt haben sich im Übrigen dieser Liebe-Hass-Beziehungen, die endlos in unseren Feuilletons nacherzählt wird, niemals angeschlossen. Beispiel Indonesien mit 250 Millionen Menschen, die größte muslimische Nation. Westliche Experten haben diesem Vielvölkerstaat wahlweise seinen Zerfall oder seinen Absturz in den Islamismus prophezeit. Nichts davon ist geschehen. Aus indonesischer Sicht macht es wenig Sinn, den Nahen Osten zu nennen. Eine polyzentrische Welt wird auch eine andere Landkarte hervorbringen. Vielleicht ist es ja so, die westliche Hegemonie einerseits und die Bedeutung der arabischen Länder für den großen Rest der islamischen Welt, diese beiden Dinge hängen zusammen. Der westliche Verlust an Hegemonie wird möglicherweise auch mit einem Bedeutungsverlust der arabischen Länder einhergehen. Es ist ja kein Zufall, dass Iran heute als stabilstes Land der Region dasteht. Es hat sich nicht vom westlichen War on Terror instrumentalisieren lassen, hatte auch nicht die Chance dafür, sondern hat davon profitiert. 3 Jahrzehnte Anfeindung durch den Westen waren vergleichsweise weniger stabilisierend. Entschuldigung, das ist ein Fehler. 3 Jahrzehnte Anfeindung durch den Westen waren vergleichsweise weniger destabilisierend. Entschuldigung. Ich möchte schließen mit einer groben Skizze. Ich denke, wir müssen den Dschihadismus in folgendem Dreieck verorten. Einmal deutet sich im Nahen Osten eine künftige polyzentrische Welt an, nämlich dadurch, dass Europa und die USA nicht mehr im Bündnis mit Israel und mit ein paar arabischen Diktatoren den Lauf der Dinge bestimmen können. Das ist das eine. Das zweite ist, Unordnung und Aufstandsbereitschaft verschiedenster Couleur nehmen weltweit zu, weil sich die Arm-Reich-Schere objektiv öffnet und weil darüber durch die sozialen Medien massenhaft kommuniziert werden kann. Und das dritte ist, die globale Kommunikation und Vernetztheit macht es möglich, dass sich Verbrechersyndikate wie der IS wirkmächtige Mythen schaffen. Übrigens genauso wirkmächtig wie die von westlichen Spin-Doktoren kreierten Kriegsmythen. Und täuschen wir uns nicht, die Kommunikationsformen sind zwar heute global, aber das Deutungsvermögen bleibt weiterhin kulturell lokal geprägt. Das schafft Zündstoff für kulturelle Clashes in einem bisher unbekannten Ausmaß. Die Karikaturen von Charlie Hebdo waren schon für mich teils kaum verständlich, weil sie nämlich sehr auf einer sehr französischen Tradition beruhen und oft mit Elementen der französischen Innenpolitik spielten. Ich denke, wir brauchen ein neues Gespür für Begrenztheiten.
Wir können auch das Nichtverstehen, das Unverständnis nicht abspalten. Wir können es nicht exterritorial in einem Lehmgehöft in Waziristan verorten. Ich denke, wir brauchen selber innehalten, Abrüstung und Entschleunigung für uns selber, für unsere eigene geistige Gesundheit. Vielen Dank.